Hallihallo YouTube und herzlich willkommen bei Knockover Gaming. Hier ist wieder mal euer Homie für euch mit einer Runde ganz off. Icarus! Yo, und dabei wie immer Era of Pain. Yo ho, was geht? Sergeant Siegbert. Moin moin. Und unser allseits beliebter und bekannter Captain Nate. Spreng mir was in die Luft! So, heute mal wieder mit einer völlig neuen und anderen Taktik. Was fliegt man heute für ein Schiff? Fire! Die K.O. Death Star, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ich weiß, ich bin kreativ. Ja, wir fahren heute die Feiglingsschiene. Wir werden uns gänzlich aus der Schlacht heraushalten und nur snipen. So ist es. Mit Quickscope und allem drum und dran für die C.O.D. unter euch. Ja, Quickscope. Soll ich einen 360 machen vor ihrem Abschuss? Genau, mach mal. Das Schiff einmal komplett rumdrehen. Ihr werdet sehen, Ich würde ja gern 360 von dem Schiff runterspringen machen und dann meinen Schraubenschlüssel werfen oder so. Genau. Nein, ihr werdet dann... Attempt fails, retrying in 15. Sergeant Siegbert has logged out. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Loading Level Data steht bei mir auch noch. Connection attempt failed. Komm schon. Back to lobby. Ich kann nicht mal rausgehen. Super. Tja, ganz auf Icarus. Loading Level Data, alter Schwede, dauert das wieder lang heute. Oh. Wie ist denn das eigentlich? Wird das serverseitig gehostet oder? Ich hab keine Ahnung. Lol. Ich komme nicht mal raus. Jetzt ist Geschütz einmal aufgetaucht. Was habt ihr immer für Bugs, ey? Ich werde mal mein Spiel zumachen und dann wieder aufmachen. Jo, sieh zu. Error locked out. Klasse, wir sind nur zu zweit. The game crashed. Ach, was du nicht sagst. Ja, meins ist halt einfach zugegangen. Das ist wie die Battlefield Fehlermeldung something went wrong. Das ist ja das geilste überhaupt. Etwas ist schief gelaufen. Ja, oder das wusste ich auch. Oder Mozilla Firefox, Entschuldigung, das hätte nicht passieren dürfen. Oder Black Ops, es wurden Fehler gemacht. Ach was. Jo, genug geraged über Fehlermeldungen, Absturz direkt voraus. Also wie schon gesagt, wir snipern heute. Wir haben hier so ein Sniper-Geschütz, was eine extreme große Reichweite hat. Yeah, alle wieder an Bord. Ja, ich bin gerade am Connect. Ihr seht jetzt hier, und es hat auch eine recht, naja, die Ballistik ist auch eigentlich ganz cool, ne? Also nicht allzu groß, sag ich mal. Das ist Heavy Flak, was ich unten dran hab, das ist brutal. Das ist ziemlich von der Ballistik her? Ja. Martin Bohr. Bisschen nach Backbord, Nice. Gut so. Mein Freund, jetzt lernst du meine Flak kennen. So, back in the game und schon brennt der Dings. Yeah! Au, Alter! Oder die Geschütz unten ist down, ne? Ja, ich schreibe das gerade. Aber unser Verbündeter schießt auch drauf auf den Sack. So, mein Freund, nimm das! Und das! Du hast den Ballon, ne? Ist doch egal. Ja, warum die da unten nimm das gegen den Ballon? Ach so. So, schieß mal auf den Ballon. So, gehen wir mal wieder ans Steuer. Also den bleiben schauen. Yes! Den hat's schön zerrupft, Alter. Sogar der K.O. Oh. Death Star hat eine platt gemacht. Sehr schön, Jungs. Sind wir hier unter einem Verbündeten drunter. Achtung, auf Backbord! Backbord? Was? Ist das denn direkt im Boden? Ja. Im Prinzip schon. Treffer! Super, Treffer! Jetzt geht er hier an mein Geschütz oder was? Ich schreie durch. Wer? Aura of Pain. Nö. Ja, so, weil ich will jetzt ich will oben ein bisschen ballern, weil alles ganz ist. Was macht der Nate? Steht am Geschütz. Ja, kannst du da hoch. Ich bin ganz der Captain. Ja, unten will mich niemand, oben will mich auch niemand. Kriegt euch doch. Ist schon geil, du kommst da oben auf den Trink, Mensch, da steht gar keiner weg. Weißt du, was genau du da machst? Weißt du, was du da machst, Peach? Dann stellst du dich einfach mal eiskalt ans Steuer. Ja. Ganz einfach. Ich dachte, du bist gegen Haus. Könnt ihr doch, Ja, aber der kann mich doch dann bestimmt wieder wegschubsen, oder? Ja, hat er bei mir gerade gemacht. Okay.
Hey, wir haben schon Abschluss. Da, ja. Steuerbord. Und dort ist unser zweiter Abschluss. So, wir haben hier Deckung mit dem Haus. Ich muss ja ganz schön vorziehen mit dem Teil. Ja, das ist noch zu wenig. Ich muss auch jetzt nach oben ziehen. Ja, wir müssen ein bisschen näher ran. Ich glaube, meine explodieren auch noch näher. Ja, ich glaube auch. Wir sind zu weit weg, Rob. Okay. Das fliegt jetzt alles gegen das Gebäude. Nee, das explodiert vorher schon. Ich weiß nicht, ob wir hier drüber weg. Fritz! Fritz! Fritz, mein Flak! Der ist hinter dem Haus, oder? Also ja, hinter mindestens einen. Bestätigt. Ja, Jungs, komm raus, das ist unser Feindling. Verbündeter. Warte, ich bin mal. Nein, das ist Feind links. Magnum ist Feind, den können wir auch nehmen. Nehmt den aufs Korn. Oh. Ja, der taucht ja jetzt auch weg. Okay, dann Kraut zu der hinterste Spitze hab ich noch erwischt. Hätte ja wenig Spaß sein. Du musst drüber hinweg über das Haus. Ah, fuck. Verloren. Oh, der macht unserem Kalum von Kumpel hinterher. Ich treffe nicht! So, da kommt jetzt auf uns zu, unser Kollege. Der wird die beide hinter sich herziehen. Ich lege einen Rückwärtsgang ein. Jetzt kommen sie hinterm Haus vor. Jetzt sauber. Ach, ich drehe nur. Geht da keine Sniper drauf? Nein, das ist der einzige Long Range. Der andere. Ja, das Ding ist in Ordnung, aber wir sind halt ein Ding zu weit weg hier. Oh, jetzt. Ja, oh. Hab das Abfahrtkreuz also ich treffe. Gesehen? Ich auch. Hab das Abfahrtkreuz gesehen? Das war groß, ja. Ich muss ja immer kalibrieren, ich muss immer Stücke warten, dass ich sehe, ob ich überhaupt noch treffe. Ja, ist immer so. So, ich mache jetzt nach vorne, der hat halt uns hinterher. Oh, die haben eine Galleon, sehe ich gerade dort links. Halte ich fern von dir. Ist das unser Verbündeter? Oh, nee. Ja, down. Also das Ding hier unten macht Schaden. In dein Gesicht. In dein Gesicht. Okay, ich baller auch die ganze Zeit. Unser Hull-Armor, Alter. Unser Bat runter, hat irgend... Ach so. Unser Bat hat irgendwas gerammt. Dort vor uns ist eine Galleon. Auf. Ja, die also wenn du sagst unser, meinst du dich eigentlich? Achtung, passt auf, der kommt jetzt hinter dem Gebäude wieder raus. Oder doch. Genau, mit dem. Mit dem. Oh, ach du Scheiße. Rückwärtsgang. Oh. Ich. Oh, mein Gebäck ist das down. Gibt's für Hull-Armor eigentlich einen deutschen Begriff irgendwie? Wahrscheinlich. Hülle? Höhlenrüstung, Mann. Sag mal einfach Hülle, Hull-Armor klingt nicht. So, ich mach jetzt erstmal hier hinter, sagt mir, wenn ich wieder auftauchen kann. Macht jemand eine Ballon? Also, Hülle ist flott. Okay. Ich drehe mal wieder. Ballon? Achtung, jetzt bin ich aber gleich dran. Hülle klingt aber auch so gut. Ich sag, das kann nicht ganz sein. So, wir steigen jetzt. Achtung, ich hab einen Ballon. Der war böse, der Treffer. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt das Perk drin, wo ich 50% mehr Explosionsradius habe. Hoch! Bam! Ich habe den sein Ballon. Philipp, repariert mal den Ballon weiter. Philipp, weiter drauf. Ja. Nice! Die legt links. Das war's wert, ganz ehrlich. Das war's einfach nur wert. Der Ballon läuft wieder. Okay. Ja, das wenn ich so weit runter oder auf mach. Gehst du mal dein Steuer verflucht? Wir setzen irgendwo auf, Rotten. Ja, davon wurde der Ballon gar nicht besser. Links. Backdruck meine ich natürlich. Schäme dich, hier kommt Friss. Ah. Oh, vor uns ist auch gleich schon wieder. Einer! Goldfisch hier, komm. Ich hab was. Geh ans nicht. Schiff! Ans Ruder mit dir, weg da! Ans Schiff! Auf wen schießt du? Ja. Links, Alter, Backboard auf die Goldfisch. Der ist jetzt hinterm Haus, verdammt. Lass den rauskommen. Kann sein, dass die Galleon jetzt so gleich schon irgendwo aufploppt? Ich hab keine Ahnung, wir machen jetzt die Goldfisch wieder fertig. Muss ja gar nicht viel machen, ey. Da kannst du mal sehen, was du für eine Crew hast. Ich mach wieder Rückwärtsgang, der kommt auf uns zu. Ja, komm. Ich
Ich hab das halt vorne mit deinem Namen gemacht. Die Galleon ist da unten. Scheiß auf die Galleon, Alter. Wir machen den Goldfisch jetzt gleich. Das alte Treffer. Der war böse, voll. Der Treffer. Jetzt kommt mein Down, yes. Oh, yeah. Ja, und Deathstar killed. Achtung, Galleon unter uns. Ist immer noch ein Ballon kurz, okay. Der rammt uns, oder was? Was, der spinnt wohl. Mach los, ich sehe nichts. Also wenn jetzt die Galleon vor uns auftaucht, vor uns. Nimm das und das. Keine Ahnung, wie weit der weg ist. Keine Ahnung, ob der hinter einem Haus ist oder so. Weil ich treffe nicht. Nee, ich auch nicht. Doch, oh, doch. Oh, doch, jetzt. Da wird er noch ein bisschen weiter weg sein, dass ich nicht treffe. Nicht gespottet. Wo ist denn unser Verbündeter? Der muss vor. Oh, wo fliegt denn der lang, ey? Okay, wir pirschen uns mal ganz vorsichtig nach vorne. Oh, wir brauchen ja noch einen. Ja, weil wir gut sind. Also, was ich mir gerade so überlege, ne, wenn wir hier verschiedene Taktiken in den Gameplays zeigen, können wir ja mal Tutorials machen, ne? Tutorial? Naja. Ist also ziemlich Learning by Doing hat sich bei uns eigentlich ganz gut bewährt. Ja, Learning by Doing, aber ich meine jetzt halt auch für die Leute, die eventuell nicht Learning by Doing machen, weil wir sagen zwar mit welchem Schiff, welche Taktik, Achtung, aber nicht was wir zum Beispiel für Waffen drauf haben. Die wir uns praktisch richtig halten. Wo kommen? Oh, das Haus ist gerade. Ich bin geschießt über das Haus drüber. Ja, das ich Haus kann das nicht. Meine Dings ist wegen ballistisch. Ja, ihr sitzt auch zwei Meter. Nicht ballistisch, gerade. Was macht der hier? Sorry, Leute, das Haus ist ganz ernsthaft erst jetzt erschienen, kurz nachdem das gesagt ja, hat. Ist ja kein Sinn. Ja. Jetzt geht's wieder. Haltet mal bitte noch Ausschau nach dem anderen Schiff. Ich denke ja gar nicht dran. Wir machen jetzt die Galleon platt und gut. Die Reichweite müsste euch reichen. Ja, das ist ja. Der bewegt sich ja gar nicht mehr. Der kann nicht mehr. Autsch! Bam! Ich glaube, da ist alles tot bei dem auf dem Schiff. Tja, von links kommt nicht mehr. Ach, von links ist von Backboot kommt noch einer. Ich muss noch ein Stück zurücksetzen. Dann haben wir das Haus zwischen uns und dem. Oh, der schießt auf unseren Verbündeten. Ich gehe wieder ein Stück vor. Da drüben. Grüß dich, Mann. Ich glaube, der hing einfach nur im Haus fest. Leute, konzentriert euch mal auf die Goldschicht, die kommt auf uns zu. Also doch, nicht in sich traurig. Ja, nimm das. Nicht drehen. Ups. Okay, mach mal die Goldschicht. Oh, ich geh lieber weg, sonst kriegen wir ja gleich wieder unten, wir machen unten durch. Danke, Ram. Gar nichts werden wir. Ballon, oh. Bitte. Hey, wir haben nicht gerammt, nein. Ballon! Wir machen doch schon. Wir setzen unten auf. Weil wir haben unten ein bisschen Luft. Das direkt hinter uns, wenn sie dich umgeht, ich stell mich vor die Hölle. Okay, ich versuche hier in dem Nebel abzutauchen. Alter Pietsch. Okay. Ja, auf dem Ding ist cool da und drauf, man. Das siehst du doch. Abtauchen ist cool. Warum? Ja, jetzt sind wir in der Maus, sehr schön. Wir sind irgendwo reingeflogen. Frisch mal in den innen Propeller ran, wenn du kannst, Franz. Ja. Hab massiv Lecks. Ich wollte nicht. Ja, eben, das leckt gerade übelst, oder? Was? Bei mir nicht. Doch, ich hatte gerade Standbild, ja. So, oh, unser Kollege. Dreh uns, schieß mal. Kollege, oh, das ist nicht unser Kollege. Ah. Doch, unser Kollege ist über uns. Ja, aber der Typ hinter uns. Komm hier. Das. Danke. Nein, der wird doch nichts gemacht. Wo kommt der Nebel auf einmal her? Hier noch ein Gabel. Oh yeah. Ja, raus aus dem Nebel, also. Jetzt. Feuer! Nein. Yes! 5-0, das war wieder ein epischer, legendärer, absoluter Sieg hier.
Ein ultimativer Sieg. Wie üblich das vom K.O. Death Stern, aha. Death Stern. So, alles klar. Jo, also die Crew vom K.O. Death Stern verabschiedet sich einer weiteren Folge ganz offen. Ganz offen. Icarus! Genau, danke. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Einhauen.